jungle. Noch einmal. Hallo, Dennis. Morgen, du? Hallo, Rache vom Glück, gell? Guten Morgen. Wie geht's? Wie geht's? Ja. Wenn Sie den Lehrer duzen, dann heißt das nicht, dass er ein guter Kumpel oder ein Freund ist. Er muss natürlich trotzdem respektiert werden. Das Konjunktiv 2. Wünsche. Morgen. Morgen. Entschuldigung, aber mein Mann hat vergessen, den Wecker zu stellen. Was? Ja. Okay. Das Thema, wie gesagt, ist... Entschuldigung. Ja, wieder zu spät. Und warum jetzt? Entschuldigung, ich hatte einen Termin beim Arzt. Ja, ich mache einen Termin. Ja, beim Arzt? Ja, ich hab. Aber beim Frauenarzt. Sie müssen keine Geschichten erfinden. Sagen Sie einfach die Wahrheit. Geschichte und Politik. Wenn Sie stärker krank sind, bleiben Sie lieber zu Hause. Einige Übungen dazu. Guten Morgen. Guten Morgen, Lisa. Was ist das? Das ist meine Entschuldigung. Okay, danke. Wenn Sie schon am Tag vorher wissen, dass Sie nicht in den Unterricht kommen, schicken Sie bitte eine E-Mail an das Front Office. Was machen wir? Hallo Lisa! Und dann. Sí, luego te llamo, a ver lo que hacemos, ¿vale? Venga, adiós, Marina. Wenn Sie zu spät kommen, dann schalten Sie doch bitte das Handy aus und seien Sie leise. Unser Thema heute ist Fern. Junlin, du bist schon wieder zu spät. Lisa, du bist heute sehr schön. Sehr schön, wirklich. Lisa, du bist meine Lieblingslehrerin. Schall. Julien. Dennis, du bist heute hübsch. Sehr, sehr. Bitte? Du bist hübsch. Sehr. Aber... Dennis, du bist mein Lieblingslehrer. Julien, danke dir. Männer haben keine Gefühle. Wenn doch, dann nur Hunger und Durst. Okay, wir schauen. Hallo. Oder? Stören Sie bitte die anderen Schüler nicht, sondern gehen Sie ruhig und seitwärts auf Ihren Platz. Und darüber diskutieren. Ja. Ja, bitte. Ja, bitteschön. Entschuldigung, Dennis. Ja. Sie ist wahr. Bitte. Entschuldigung, Dennis. Hallo. So, modal werden. Gesagt. Entschuldigung. Dankeschön. Modal werden. Dennis, ich bin sehr spannend. Wirklich. Ja. Nett sein bedeutet nicht mehrmals Entschuldigung zu sagen, sondern einfach pünktlich kommen. Bitte, trinken. Bitte, Moment. Ich kann nicht reden. Es tut mir leid. Ich habe die Bus verpasst. Von Bochum? Von Bochum, ich bin gelaufen. 13 Kilometer. 13 Kilometer. Was soll ich machen? Wenn Sie zu spät kommen, dann nehmen Sie sich Zeit. Atmen Sie tief durch und nehmen Sie Platz.
wenn Sie keinen triftigen Grund haben, dann können Sie einfach eine Schokolade mitbringen. Das wäre auch eine Lösung, oder? Für mich schon.